Herzlich willkommen zu Let's Play Tom Clancy's Hawks 2. Ich bin's, euer Patrick, mit diesem neuen Projekt melde ich mich hier wieder mal. Ja, dadurch, dass ich eigentlich mit solchen Flugspielen groß geworden bin und auch zum Computerspielen überhaupt gekommen bin mit Combat Flight Simulator, wer es kennt, Crimson Skies mit Star Wars, irgendein Star Wars Raumspiel, jetzt fängt das Intro schon wieder an. Star Wars, ach fuck, ich hab's vergessen. Und es gibt noch Flight Simulator 2004 und X. Habe ich mir gedacht, ich kaufe mir Hawks 2 im Geschäft, hab's gesehen, hab mir wieder den Joystick konfiguriert und fang gleich mal eine neue Story an. Also viel Spaß. Shortstop Echo 4, beginne zweiten Bogen nach Westen. Ich beobachte diesmal viel mehr Aktivität, mehrere Kontakte. Bestätige Echo 4, sind die Kontakte feindlich? Stop Echo 4, nein, keine Feindaktivitäten, aber sie sind soweit in unser Gebiet vorgedrungen. Echo 4 bestätigt, wir gehen auf Alarmstufe 5. Anscheinend dürfen wir eine F-16 fliegen. Okay. Turbinen starten. Nee, nichts. Fuck. Ah, okay. Ich habe es konfiguriert. Hey, verarscht mich nicht. Warum zeigt es mir die Tasten an? Wir sehen uns gleich wieder. Okay, jetzt geht's. Wo muss ich hin? Irgendwo muss ich wohl hin müssen. Wahrscheinlich jetzt hier rechts. Ah, da wäre die Startbahn. Schneller fliegen, also abheben könnte ich jetzt gar nicht, also das wäre sowieso sinnlos. Okay, jetzt wäre ich auf der Startbahn. Okay, dann beschleunigen wir mal. Ich werde vielleicht dann auf eine andere Perspektive ändern, aber Cockpit habe ich normalerweise am allerliebsten. Heben wir mal ab, oder, die Jungs? Ja, eine F-16 haben wir. Mein Lieblingsflugzeug gleich am Anfang. Wo ist denn dieses verlassene Dorf? Okay, hier. Du sinkst, soweit alles ruhig. Ganz länger zu 6 Shots da. Neuer
Kontakt auf 2806 Meilen. Zurzeit durchquert ein Nachschubkonvoi das Gebiet. Überprüfen Sie das Gebiet nach rechts. Versorgungskonvoi, okay. Die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Also, es ist kein, ja, gewöhnungsbedürftig. Was heißt das? Also, wenn ich so zum Spaß spiele, spiele ich normalerweise in meinem Arcade-Stil. Also, ich muss mich nicht extra so auf die Seite rollen, dass ich dass ich mich drehen kann, also dieses hier, und dann muss ich hochziehen, dass ich nach rechts fliege und umgekehrt. Ganzlinger 2-6, Shotstar. Kontakte sind nicht feindlich. Wiederhole, nicht feindlich. Ganzlinger 2-6, Shotstar. Ja, ich stelle für euch schnell auf die andere Perspektive, falls es jetzt... Vielleicht ist es euch so lieber. Ich weiß es ja nicht und ich muss hier rüber. Ja, da sieht man schön, wie das Düsentriebwerk auf und zu geht beim Beschleunigen und Abbremsen. Beziehungsweise weniger beschleunigen. Sorry, mir hat mich kurz angerufen für den Schnitt. Beobachtungsposten. Ja, wahrscheinlich wird erst beim vierten was passieren. Johnstar, Echo 4. Neuer Kontakt ungefähr auf 180. Ziviler LKW-Konvoi mit neuen Fahrzeugen bewegt sich in hohem Tempo Richtung Basis. Ja, das wird es sein. Wir versuchen, die Fahrzeuge aufzuhalten. Geben Sie Unterstützung. Copperhead 1-1, Johnstar. Ganzlinger 2-6 ist auf Position und bereit. Copperhead 1-1 bestätigt. Eindringlinge geben keine positive ID. Ich werde Ihnen befehlen, anzuhalten. Warten Sie. Okay. Achtung, unidentifizierte Fahrzeuge. Sie befinden sich... Die werden jetzt runtergeholt. Ich wette was, die Hubschrauber stürzen jetzt ab. Achtung, unidentifizierte Fahrzeuge. Copperhead 1-1 wird getroffen. Steuerung reagiert nicht. Ganzlinger 2-6. Feuer frei. Okay. Wow, das ist geil. Okay. 4 verlassen. Echo 4 bestätigt sie als feindlich. Wiederhole feindlich. Ein guter Schuss ins Ziel. Okay. Mit dem Maschinengewehr geht das aber auch alles perfekt. Ja. Ein guter Schuss ins Ziel. Da. Ganzlinger 2-6, hier Shotstar. Gute Arbeit, Sie dürfen zur Basis zurückkehren. Jo. Schöne, leichte Intro-Mission, wie man sie sich vorstellt. Bodenziele zerstören. Ja, wir werden dann wahrscheinlich noch eine Raptor fliegen. Eurofighter gibt es anscheinend auch. Ich hoffe, ich habe mich da nicht getäuscht. Ist neben der F-16 mein Lieblingsspiel, nicht mein Flugzeug. Es ist einfach herrlich, wenn die vorbeiziehen. Okay. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann nichts machen. Nicht abstürzen. Komm, komm, komm. Nein. Das sei schöne, gemütliche Intromission. Man stürzt ab. Tom Clancy's Hawks 2. Okay. Soll ja anscheinend in der Gegend von Ghost Raccoon spielen. Ghost Raccoon, ja.
Ist größer. Spielen wir auf normal. Anscheinend spielen wir immer verschiedene Charaktere. Jetzt sind wir in Schottland. Wegen der jüngsten Ereignisse im Nahen Osten hat das Verteidigungsministerium die Navy in Alarm versetzt. Alle Trägerpiloten müssen sich innerhalb von 24 Stunden zum Dienst melden. Im Rahmen einer Bereitschaftsübung absolvieren sie ein Luftkampftraining mit Air Force-Einheiten in Schottland. Waffen, Feuer und Schaden werden mit Hilfe eines virtuellen Kampfsystems an Bord simuliert. Ihre Kampf- und Flugleistungen werden dann in Echtzeit von Ausbildern am Boden bewertet. Monroe, als neuen Piloten im Geschwader behalte ich Sie besonders im Auge. Melden Sie sich am Flugdeck zur Zuteilung Ihres Jägers. Mach ich. Ja, Eurofighter. Ich habe mich also nicht getäuscht. Ich darf einen Eurofighter fliegen. Okay. Das ist nicht ein schönes Flugzeug. Ach, einfach geil. Ja, auch in Österreich haben wir die Eurofighter. Polaris Schwarm hier Bulldog. Wir haben Starterlaubnis. Weiter zu Nachtpunkt Alpha und auf Anweisungen warten. Okay. Los geht's. Okay, bei 270 kann man abheben. Hochziehen. Ah. Vorsicht Leute, die Navy ist da. Willkommen an Bord, Kamerad. Blamieren Sie sich hier nicht zu sehr. Ah nein. Hier Bulldog an alle Flugeinheiten. Bereithalten für die Übung. Achten Sie zu jeder Zeit auf Ihre Höhe und Position, dass mir keiner unachtsam wird und gegen einen Berg fällt. Monroe, da Sie neu im Geschwader sind, werden wir Ihre Flugleistung zuerst beurteilen. Okay. Denken Sie daran, Ihre Leistung wird nach jedem Abschnitt bewertet. Wenn Sie die Ziele eines Abschnitts erledigt haben, gebe ich Ihnen die Freigabe für den nächsten Abschnitt. Das war's. Alle Flugeinheiten, Übung beginnen. Wiederhole, Übung beginnen. Okay. Okay, Polaris, Ihr erster Trainingsabschnitt heißt Grundlagen der Luftkampfmanöver. Zuerst eine grundlegende Schützenübung. Wir beginnen mit einem großen und langsamen Ziel. Schauen Sie auf den Radar. Im Trainingsgebiet fliegt ein Airbag-Flugzeugpatrouille. Greifen Sie es mit der Kanone an. Okay. Uff, da ist es ja schon. Okay, beschleunigen. Stromabriss. Ist nie gut. Stromabrisse mit dem Flugzeug. Ja, das ist so. Man fliegt einfach nur noch runter. Man hat also keine Unterstützung mehr vom, sozusagen von der Luft. Ziel getroffen. Okay. Jo. Also gut, mal sehen, was du drauf hast. Ziel getroffen, ja. Das war ja einfach. Jo. Glückstreffer. Ja, genau. Arsch. Okay, Leistungsbewertung. Gut. Perfekt. Gut. Fortfahren. Das war okay, Monroe. Weiter zum nächsten Abschnitt. Ihre Schützendaten sind drin, Polaris. Jetzt geht es mit Raketen weiter. Jetzt werden Feuer wir zwei Ihre Kameraden gleichzeitig angreifen. Polaris vor, Freigabe zum Angriff auf Polaris 3 mit Zielsuchraketen. Los! Okay. Auf wen?
Ja. Noch ein Schuss. Ah, der ist Polaris 2. Und. Yes. Noch eine. Gut, dass man da nicht die ganze Zeit... Oh shit, verfehlt. Ja, die Steuerung muss halt immer zu viel drehen. Puh. Komm. Ja. Hui. Weiter zum nächsten Abschnitt. Abwehrmanöver. Ich schau da mal, ob es eine Arcade-Steuerung gibt, weil mit dem Drehen und das will ich einfach nicht. Polaris Power, Sie hatten Ihren Spaß. Mal sehen, wie Sie sich auf der anderen Seite der Raketen schlagen. Zuerst üben wir mit Flares den Einsatz von Täuschkörpern. Achten Sie auf die Raketenanzeige auf Ihrem HUD. Wenn die Rakete kommt, wie aktiviere ich die Flares? Flare ab und drehen Sie scharf weg. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl Flares, also setzen Sie sie gezielt ein. Die Raketen kommen aus mehreren Vektoren. Achten Sie auf die Warnmeldungen auf Ihrem HUD. Bereit? Geht los. Okay, F. Okay. Macht doch alles richtig, oder? Uff, und wegziehen. Ja. Sehr gut, Polaris vor. Jetzt trainieren wir schnelles Abdrehen, um anfliegenden Raketen auszuweichen. Achten Sie auf die Raketenanzeige auf Ihrem HUD. Wenn die Rakete sehr nah ist, drehen Sie ab, um ihr auszuweichen. Okay. Wie gesagt, die Raketen kommen auf mehreren Vektoren, also aufgepasst. Los geht's. Das wird schon scheißiger. Wow, nein. Okay, einfach nur schnell und ich dachte, ich muss abbremsen. Und immer ein bisschen runter, ne? Komm, ehrlich. Noch eine. Ja. Hui. Wir haben die Grundlagen des Luftkampfes gemeistert. Fliegen Sie zum nächsten Gebiet. Ah, hier. Ja. Ah, mir gefällt das Spiel, bis auf dass ich immer eine Online-Verbindung haben muss und ich habe leider nicht immer WLAN im Haus, also es wird immer zu unregelmäßigen Uploads geben, je nachdem wie es mit dem Internet steht. Aber ja. Und heute wird mein Computer zurückgesetzt. Also diesen Part werde ich noch heute hochladen, genau an dem Tag, wo ich es gezockt habe. Toll. Okay, Monroe, Sie haben Ihr Können in jeder Kategorie des grundlegenden Luftkampfes bewiesen. Mal sehen, wie Sie sich unter realistischeren Kampfbedingungen schlagen. Ach, super. Greifen Sie aus meinen Zeichen alle drei Kameraden gleichzeitig an. Während Sie den anfliegenden Raketen ausweichen, achten Sie auf die Bedrohungsanzeige auf Ihrem HUD und setzen Sie alle verfügbaren Techniken ein, um auszuweichen. Auf mein Zeichen, Übung beginnen. Okay, los geht's. Motherfucker. Okay, das wird... Oh. Okay. Doch nicht so wendig, dieser. Nicht in jeder. Okay, mich ruft kurz wer an. Kurzer Schnitt. Bis gleich. Willkommen zurück.
Setzen Sie alle verfügbaren Techniken ein, um auszuweichen. Auf mein Zeichen. Übung beginnen. Beeindruckend, Monroe. Sehr beeindruckend. Weiter zum nächsten Abschnitt. Oh, Rakete. Und jetzt wieder ausweichen. Oh ja, das Spiel wird so richtig stressig, das sehe ich jetzt schon. Jetzt versuchen wir den mal mit dem. Ja. Jo. Perfekt. Sehr gut. Fortfahren. Exzellente Arbeit, Monroe. Beginnen Sie den nächsten Abschnitt. Noch ein Abschnitt. Ich kann ja halt daran. Ah, okay. Bodenangriff, wie lange nehme ich schon auf? Ah, geht sich noch genug aus. Notfall? Okay. Unbekanntes Flugzeug, das ist gesperrter Luftraum. Nennen Sie sofort Ihre Absichten oder Sie werden beschossen. Erinnert mich an ein trauriges Ereignis im September 2001. Wow. Okay. Unbekanntes Flugzeug, Ihr gemeinsames Trainingskommando, das ist Ihre letzte Warnung. Okay. Oh, komm, beschleunigen. Puh. Was war das? Warum ist der explodiert? Gute Arbeit, Polaris V. Wir werten jetzt die Daten aus. Diese Explosion war kein Unfall. An Bord des Flugzeugs war eine Bombe. Wir haben sie anscheinend vorzeitig gezündet, als sie entdeckt wurden. Trümmer des Flugzeugs sind auf die Rollbahn der Basis gefallen. Geringer Schaden und keine Verletzten. Wir wissen noch nicht, wer dahinter steckt, aber das kriegen wir bald heraus. Polaris Schwarm, Sie dürfen zur Basis zurückkehren. Wie landet man? Wie fährt man das Fahrwerk aus? Das ist meine Frage. Ah, er. Okay. Nee, ich brauche keine Landeunterstützung. Ich frage mich nur. Okay. Ich bin noch zu schnell. Space. Okay. Müsste doch gehen, komm. Komm. Ja. Wohin muss ich denn? Yes. Glückwunsch, Monroe, das war eine tolle Leistung.
Nur virtuelle Raketen an Bord. Jo, ist doch schön. Sehen wir mal, was noch passiert. Den haben wir doch vorher geflogen. Gespielt. Gestern, gegen 0800, griffen Rebellen die Prince Faisal Airbase mit einem Dutzend Cruise Missiles an. Der Stützpunkt wurde schwer getroffen. Mit schätzungsweise 30 zerstörten Flugzeugen und bislang über 400 Opfern. Colonel David Crenshaw, einer unserer besten Piloten, wurde auf einem Überwachungsflug abgeschossen und gefangen genommen. Crenshaw gilt als wertvolles Ziel, da er von zahlreichen Geheimoperationen Kenntnis hat. Die Rebellen werden ihn in ein Versteck bringen und dort durch Folter zum Reden zwingen. Wir haben eine Liste von Standorten erstellt, an denen Crenshaw sein könnte. Wir schicken eine Drohne in das Gebiet, um die Lage zu sondieren. Falls er dort ist, werden wir ihn auch finden. Oh ja, das klingt nach einer Ansage. Ja, und hier sehen wir uns dann das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit Hawks 2. Einmal anderes Spiel, ein Flugzeugspiel. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick.